Jussis Mollet, 36, steht vor Gericht, denn der Abwehrstar hat zurzeit eine Anklage am Hals. Er soll im Januar einen Überfall auf sich selbst inszeniert und die Polizei später angelogen haben. Dem Schauspieler könnten dafür im schlimmsten Fall sogar mehrere Jahre Knast drohen. Am Dienstag trat Jussi für die erste Anhörung in seinem Fall vor einen Richter, obwohl er gar nicht anwesend sein musste. Wie das Online-Magazin TMZ berichtet, habe zu dem Termin bloß Jussis Anwalt, Marc Geragos, 61, erscheinen müssen. Immerhin sei es bisher nur um Papierkram gegangen. Sein berühmter Mandant trug einen grauen Trenchcoat, Handschuhe und eine Sonnenbrille. Wie Insider verrieten, will Jussi offenbar eine aktive Rolle in seiner Verteidigung spielen und nicht nur unbeteiligter Zuschauer sein. Darüber, wie sich der Sänger vor Gericht schlägt, können sich seine Fans bald sogar selbst ein Urteil bilden. Der zuständige Richter habe entschieden, dass am Donnerstag bei dem Prozess auch TV-Kameras im Gerichtssaal erlaubt sein sollen. Getty Images Polizeifoto von Jussi Smollett. Anzeige Getty Images Jussi Smollett beim Tribeca TV Festival 2018. Anzeige Getty Images Jussi Smollett bei der New York Fashion Week 2016. Anzeige Tipps für Promi Flash. Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.